Der zufriedene Kunde, der seine Zufriedenheit dadurch ausdrückt, dass er ja wiederkommt, zeigt uns ja auch, dass wir unsere Aufgabe an der Stelle gut gemacht haben. Mein Name ist Alexander Hoffmann. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer der Firma Screwwerk. Wir sind bei uns in der Region, im Märkischen Kreis, in einem Umfeld, wo ganz tiefe Fähigkeiten in der Umformung von Metall schon bestehen. Der Ansatz von Screwwerk war von Anfang an, die technologischen Möglichkeiten von heute in eine konservative Industrie zu bringen. Und dabei ging es primär darum, die Verfügbarkeit von Schrauben und ähnlichen Produkten im Kleinstmengenbereich weltweit herzustellen. Die Infrastruktur von Screwwerk ist darauf ausgelegt, die ganze Wertschöpfungskette in dem Bereich der Schrauben und ähnlichen Produkte durchgängig abzudecken. Das heißt, wir verknüpfen den Endkunden mit der Maschine, wenn man so will. Wir hatten also vorher die Suche des Kunden nach dem Produkt einen großen Stellenwert eingenommen hat, ist es heute so, dass er bei Screwwerk weiß, der Suchanteil fällt bei mir komplett weg. Am Anfang war das Konzept so, dass wir als Handelsplattform gestartet sind, haben aber dann gesehen, dass wir ein Beschaffungsproblem bekommen, das wir nur über eine eigene Produktion an der Stelle lösen konnten. Der Kunde muss sofort sehen können, was sind die Preise, was sind die Stückzahlen, wie sind die Lagerbestände. Weil wir glauben, dass diese Transparenz eben A, das Vertrauen schafft, aber B, das Verständnis schafft, ineinander gut funktionieren zu können, als Kunde und Lieferant. Und wenn ich gefragt werde, warum machst du das, dann ist die Antwort, weil es geht. Weil die Zeit von heute das ermöglicht.